Grüß euch liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Alpine Momente. Der Markus und ich, da seht ihr noch. Grüß euch. Wir sind heute am Loser herum nach Feierabend raufgefahren. Das ist am Hauptstraße in Altaussee. Die kostet 18 Euro, nach 18 Uhr kostet es nur noch 10 Euro, das haben wir gleich ausgenutzt. Und heute nehmen wir euch mit auf den Sophie-Klettersteig. Das ist ein Panorama-Klettersteig, mordschön. Und vor allem, der eignet sich super für Anfänger. Maximale Schwierigkeit, Kategorie B, C. Wir haben uns gescheit dokumentiert für euch. Viel Spaß, kommt mit. Da vorne ist der Einstieg. Also hinter uns ist die Losräume auf 1620 Meter. Wir stehen dann da beim Parkplatz und da ist Sophie-Klettersteig schon angeschrieben. Da gehen wir jetzt hin runter. Sieht man das da im Übersichtsbild irgendwo? Da ist ja, so zum Sophie gehen wir aber jetzt. So. Sophie-Klettersteig. Da oben ist der Parkplatz. Das heißt, wir gehen da einfach beim Forstweg, bei dem da, ja. Gehen wir da jetzt so links. Jawohl, genau. Dann schauen wir uns den einmal an, ob das wirklich so ein schöner Panorama-Klettersteig ist, wie man es überall liest. Da oben sieht man das schon, da ist ein bisschen was eingespannt. Mit einer Stunde, glaube ich, ist der ganze Klettersteig angeschrieben. Mit Zu- und Abstieg, glaube ich. Mit Zu- und Abstieg, genau. Zum Aufwärmen ein bisschen was. Genau, genau rechtzeitig. Also die Exposition ist Südost. Und wir sind jetzt nach Feierabend dahergekommen. 18 Uhr ist die Einfahrt vergünstigt, das heißt nur 10 statt 18 Euro. Wir sind kurz nach 18 Uhr aufgefahren. Wir gehen eben jetzt zuerst einmal für euch den Sophie-Klettersteig, maximal Kategorie C. Und im nächsten Video werde ich es nicht verpassen, wie machen wir es hier. Das ist ein schwerer Klettersteig. Dann sind wir zum Sonnenuntergang oben am Gipfel. Also werde ich es nicht verpassen, will gleich einmal jetzt Kanal abonnieren und die graue Glocke aktivieren. Und wenn euch das Video gefällt, Daumen nach oben da lassen, nicht vergessen. Und jetzt sind wir da schon beim Einstieg. Klettersteig Sophie. Das heißt, der ist maximal Kategorie BC. Da habt ihr die Übersicht. Also, wir zeigen uns aber jetzt nur für euch. Klettersteig seht ihr an. Vorbildlich, gell? Unten geht auch A-Varianten, die lassen wir aber jetzt aus. Wir filmen eigentlich nur die B-Varianten da auf, oben, um mich an. Ist ein bisschen interessanter. Das andere ist dann eh einfach nur Gehgelände. Anfänger, ja. Panorama. Der Erinnerung an Klaus Artmüller. Das ist dann jetzt der B-Aufschwung. Wobei ich sagen muss, das ist eh frei so knackig da rauf, gell? Für ein B. Für ein B schon viel der Aufschwung. So, bei mir kommen jetzt die beiden Varianten zusammen, die B. Thank you.
Ja, und dann im Panorama geht's weiter. Das ist jetzt eigentlich eh nur Gehgelände da um mich, gell? Dann machen wir wieder mal einen Schwenk im Panorama. Fisches. Ja, da geht es ziemlich einfach weiter. A, B, A oder so. Also aktuell nicht der Rede wert. Da vielleicht aufpassen, da. Ich behalte mal die Kamera. Solo mit dem Stuhlseil. Nein, ist echt sehr einfach. Ja, da sieht man, da ging der Kletterschleig und kann man schon einige aufgeben. Macht da relativ wenig Sinn. Aber definitiv guter Übungssteig. Für Anfänger. Da geht es jetzt wieder in B oder so weiter. Da muss ich wieder Gehgelände, gell? Jetzt geht's wieder steiler dahin. Schön gestuft auf. Schön, gell? Ja. Super für Anfänger geeignet, gell? Ja, für Anfänger ist der gut, ja. Also Aufschwung. Erwähnung auch Herzen am Rande und am Karabiner eingehängt sein. Selbstverständlich nicht der Lehrmeinung. Macht das nicht nach. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, geht zum Bergführer, macht einen Kurs beim Alpenverein. Wir wissen die Konsequenz.
wenn wir einen Fehler machen. Ja, und da sind wir jetzt hergekommen. Und da schaut es so aus, wie wenn das Seil aus war. Bloß auch ein Parkplatz, ja. Damit war der Klettersteig zu Ende. Resümee machen wir da jetzt auch gleich eins. Resümee zum Sophie-Klettersteig. Ist echt ein netter, super Klettersteig, der sich vor allem für Anfänger gut eignet. Man ist da aber nicht weit von der Losalm entfernt, das heißt, vom Parkplatz siehst du ganz genau ein, was im Klettersteig passiert. Der Klettersteig wird laut Topo jetzt nicht schwieriger wie Kategorie BC. Ich muss dazu sagen, ich habe schon leichtere BC-Klettersteige gemacht. Die kurzen Aufschwünge sind teilweise schon ziemlich steil, aber nichtsdestotrotz eignet sich echt für jeden, der das Ganze mal probieren will. Und das Panorama ist doch wirklich einfach nur gewaltig. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr eine Frage habt, Kommentar einfach hinterlassen, Kommentarfeld benutzen. Bewertet das Video und wer eben den loser Klettersteig Sissi Kategorie D schwierig nicht verpassen will, Kanal abonnieren und die graue Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr Erinnerung, wenn das Video online geht. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat denk.